Ja, apropos Full Up, ja, higher, das passt ja. Das Ziel ist offensichtlich höher als alles andere in dem Level. Also, wie schaffen wir es, diesen komischen Ball dort hochzukriegen? Ist ja doof. Ja, ich sag nur Dreiecke, Dreiecke, Dreiecke. Ja, die Lösung aller Probleme in Fantastic Contraption, ein großes Dreieck und die Welt ist in Ordnung. Wir setzen einen Motor an die Spitze, wir legen das Dingenskirchen hier so, ja. Und damit das Ganze auch etwas kraftmäßig ausgeglichen ist, machen wir das. So, was denke ich mir jetzt dabei? Ganz einfach. Dieser Motor dreht sich rechts herum. Was passiert also? Dieses Ende hebt sich an, das hier senkt sich ab. Und damit ich sicherstelle, dass dieses Ende sich auch abhebt, ja, absenkt, habe ich den Weg länger gemacht und ein Gewicht ans Ende gesetzt. Ja, jedes Teil, das ihr baut, auch die Stangen, haben ein Gewicht. Warum mache ich das Ganze? Ganz einfach. Ich werde das Ganze jetzt ein wenig tiefer setzen. Ne? Das wollte ich nicht gerade, aber jetzt vielleicht. Lege einfach das Quadrat jetzt hier drauf. Und die logische Folge ist, wenn das hier hoch geht, dann kommt es ins Ziel. Ja. Mal gucken, was klappt. Das war eigentlich drin, hätte ich gesagt, aber da haben nur Millimeter gefehlt. Die können wir ausgleichen, kein Problem. So, und Feuer! Gibt's das? Geben wir dem Ganzen mal mehr Power. Ja, schon wieder Tim Taylor-Effekt. Wusch, ja. So und anders wird's, so nicht anders wird's machen. Nee, Quatsch. Also ihr könnt in diesem Spiel alles Mögliche ausprobieren. Es gibt so viel unmögliche Lösungsansätze, das ist einfach unglaublich. Aber für den Anfang soll das reichen, würde ich sagen. So, und hier haben wir wieder ein nolles, ja, natürlich ein nolles, tolles Problem. wir müssen erst nach rechts fahren und dann nach links. Das Problem ist, die Motoren drehen sich immer nur in eine Richtung. Also wie macht man das? Zunächst mal dafür sorgen, dass es überhaupt nach rechts fährt. Das wäre ja schon mal ein recht guter Anfang, würde ich behaupten. So, und dann sorgen wir für ein Ungleichgewicht, das die Konstruktion kippen kann. Aber das war jetzt irgendwie nicht so optimöse. Na, lass dich nicht verschieben. Brav. Weil ich jetzt zu wenig Platz an der Seite hatte, um zu bauen, weil ich darf ja immer nur in der blauen Box bauen. Also setzen wir hier immer noch ein Rad, das sich andersrum dreht. Die Idee ist jetzt einfach, es ist ganz einfach. Dieses Rad sorgt dafür, dass die Konstruktion sich nach rechts dreht. In dem Moment, wo allerdings dieses Rad in der Luft hängt, also sprich, wenn es hier über die Kante fährt, kippt die ganze Konstruktion nach rechts um und landet dann auf diesem Rad. Und da dieses Rad sich ja in alle Richtungen drehen kann, weil es keine Drehrichtung hat, so wie die Motoren, wird die Konstruktion dann nach links weiterfahren. Mal sehen, ob es klappt. Wow, unser Rad will sich nicht drehen. Okay, also, das war ein gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Jetzt machen wir noch ein Beispiel, wie man es machen könnte und es vielleicht auch funktioniert. Ihr seht schon, ich setze den Ball absichtlich nicht mehr nach unten, da er sich offensichtlich nicht drehen möchte, was ich sehr unschön finde. Stattdessen setze ich ein Rad rein. Und mal sehen, was passiert. Irgendwie ist der Ball nicht festgemacht, oder? Er ist jetzt irgendwie abgestürzt, also das ist ja noch eine Querverstrebung, das passt schon. Ja, wunderbar. Und du fällst mir zu früh um. Das ist nicht schön von dir. Finde ich nicht in Ordnung. Nein, nein, nein. Wie kannst du das so tun? Ah, jetzt. Ja. Und unten und ja, fahr nach links. Ja. Ganz einfach. Ja. Trotzdem ewig gebraucht. Okay, und kommen wir schon zum nächsten Level. Großes rotes Rechteckdings. Großes rotes anderes Rechteckdings. Großer, großer Berg in der Mitte. Mist. Egal, was ich bauen würde, es würde wahrscheinlich an diesem Berg umkippen. Also einfach hier drüber fahren ist wohl nicht drin. Also machen wir das doch mal anders. Es sagt ja keiner, dass ich mir keine Hilfsmittel bauen darf, oder? Also ich meine, ich kann jede Art von Maschinerie hier bauen mit diesen Motoren. Warum also nicht eine fahrbare Rampe bauen, die direkt vor den Berg fährt? Ich meine, das bietet sich ja irgendwie schon an. Das zwingt sich ja schon fast auf. So, und dann brauche ich nur noch etwas, das dann das Quadrat über den Berg drüber zieht. Und das bauen wir uns jetzt. Und zwar die Standard-Dreieck-Konstruktion, Motor, Motor und ja, Quadrat, Kugel, was auch immer es gerade ist, in dem Fall Quadrat. Und wir sehen, was passiert. Wusch. Und es bleibt auf der Spitze hängen, weil die Reifen den Boden nicht mehr berühren. Ist das nicht toll? Was haben wir daraus gelernt? Ja, diese Lücke ist etwas zu groß. Das Problem ist, dass ich hier in der Höhe eingeschränkt bin durch diese blöde Kugel, die mir im Weg ist. Aber davon lasse ich mich doch nicht aufhalten, also wirklich. Setzen wir das Ganze mal etwas tiefer insgesamt und etwas dichter beieinander und dann sollte das auch funktionieren. Und wusch und wusch.
Ja. Oh, und es kippt noch wunderschön um. Oh, das möchte ich mir nochmal ansehen. Also, das war jetzt interessant. Gucken wir nochmal. Fährt drüber. Ja, wunderbar. Kriegt vorne Übergewicht. Fällt nach vorne um. Und man kann wieder nichts sehen, weil das Ding im Weg ist. Skandal. Gehen wir ins nächste Level. Sehen mal, wie es weitergeht, oder? Ja, Mission to Mars. Hört sich gut an. Wow. Erde, Mars. Ja, der rote Planet ist zwar eigentlich grün, aber von einem roten Quadrat umgeben. Und hier haben wir unsere rote Kugel, die auch rot ist, die irgendwie darüber soll. Und ja, wie machen wir das jetzt? Ist ja doof, ne? Also, ist ja doof. Ja, gibt jetzt hier sicherlich unzählige Möglichkeiten, wie man das macht. Ich mache jetzt die unmöglichste dieser Möglichkeiten. Ich baue mir eine sehr seltsame Konstruktion, die funktioniert. Wie eigentlich in jedem Level, aber ja. Es gibt eben einfach viel zu viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und jeder macht das, was ihm als erstes einfällt, probiert es so lange, bis es entweder klappt oder es aufgibt und was anderes probiert. Nichts anderes ist dieses Spiel. Man probiert so lange rum, bis man was gefunden hat, das tatsächlich funktioniert. Und diese Möglichkeit habe ich schon einmal ausprobiert. Und zwar vor gar nicht allzu langer Zeit, als ich schon mal versucht habe, so vor 2 Stunden ein Fantastic Contraption Let's Play zu machen. Aber irgendwie hat das mit der Aufnahme nicht so funktioniert, wie ich wollte. Also die Musik, die jetzt möglicherweise zu laut ist, war überhaupt nicht zu hören. Dafür war ich umso mehr zu hören. Und das kann ich ja keinem antun, ne? Deshalb mache ich auch ein Let's Play, weil man mich nicht anhören kann. Oh, das hat geklappt. Ich bin erstaunt. Gucken wir es nochmal an. Eine wunderbare Drehfließbandkonstruktion. Ja, die Dinger sind ja hier festgemacht, sodass sie sich nicht wegbewegen können. Aber sie drehen sich ja rechts rum. Und oben drauf liegt ein Brett und das Brett wird nach rechts geschoben. Und alles andere macht die Schwerkraft. Wunderbar.